Unitate, unitate, unitate. Unitate, unitate. Unitate, unitate. Jedność, jedność i miłość. Unitate, l'unité. Einheit. Kötien Christus vatibo. Seit Jahrhunderten ist die überwiegende Mehrheit der rumänischen Bevölkerung orthodox. In den 300 Jahren der gemeinsamen Geschichte war das Verhältnis zur katholischen Minderheit, meist des griechisch-katholischen Ritus, immer angespannt. Während der kommunistischen Herrschaft wurde die griechisch-katholische Kirche aufgelöst und ihr gesamter Besitz der orthodoxen Kirche übereignet. In den 90er Jahren lebte die griechisch-katholische Kirche wieder auf, war jedoch noch sehr von der traurigen Vergangenheit gezeichnet. Im Mai 1999 besuchte Papst Johannes Paul II. Rumänien auf Einladung der Regierung und des Oberhaupts der orthodoxen Kirche, des Patriarchen Theoktist. Es gingen der Reise zwar schwierige Verhandlungen voran, der Besuch selbst gilt jedoch als Meilenstein auf dem Weg zur Einheit der Christen. Man sagte uns, er kommt. Die orthodoxe Kirche hatte offiziell eingeladen, allerdings nur nach Bukarest zu einem offiziellen Besuch der orthodoxen Kirche, also einem Treffen mit der Regierung und den orthodoxen Bischöfen, nicht zu einem Pastoralbesuch für die Bevölkerung und einer Begegnung mit den jungen Menschen. Dass der Heilige Vater nach Rumänien kommen sollte, freute uns sehr. Gleichzeitig hätten wir uns gewünscht, dass er die mit ihm verbundene Kirche besuchen würde. Die römisch-katholische und die griechisch-katholische Kirche, die so viel gelitten hatte. Der Papst überzeugte uns, dass der Aspekt der Ökumene wichtiger war, als dass er sich überall zeigte. Es war keine Geringschätzung, sondern der Einsatz für die Einheit der Kirche. Alle organisierten sich, um mit Zügen und Bussen in Bukarest dabei zu sein. Das Flugzeug landete. Alle standen draußen. Die Ehrengarde, der Präsident und alle hohen Persönlichkeiten waren da. Man reichte dem Papst rumänische Erde und er verbeugte sich und küsste sie wie damals, als er noch jung war. Dann trat er vor und begann seine Rede. Er sprach auf Rumänisch. Alle waren überrascht und begeistert. Wir wussten nicht, was geschah. Es war wirklich sehr beeindruckend. Wir hörten ihn auf Rumänisch. Wir sind keine katholische Mehrheit, wir sind keine große Kirche. Es war sofort eine Freundschaft da. Als der Heilige Vater seine Rede auf Rumänisch beendet hatte, lud er den Patriarchen ein, in das Papamobil zu steigen, und sie fuhren gemeinsam nach Bukarest. Es gab nicht genug Katholiken für die ganze Strecke vom Flughafen bis nach Bukarest. Aber die Leute kamen aus ihren Häusern, um ihn zu sehen. Manche verließen ihre Arbeit, um dabei zu sein, ganz spontan. Man spürte, dass es von Herzen kam. Sie sahen einen alten, zittrigen Mann, der versuchte zu lächeln und Schwierigkeiten hatte zu gehen. Sie sagten, das ist der Papst?
Sie hatten einen starken Mann erwartet, der ihr Land als katholisches Territorium beanspruchen würde. Nichts dergleichen. Und etwas in ihnen tat sich auf. Schranken fielen. Bei seinem Besuch traf der Papst die Synode der rumänisch-orthodoxen Kirche und die römisch-katholischen und griechisch-katholischen Bischöfe. Er besuchte auch die Gräber der Märtyrer aus der kommunistischen Zeit, nahm an der orthodoxen Liturgie teil und feierte die heilige Messe für Katholiken beider Riten. Gegen Ende seiner Begegnung mit den orthodoxen Bischöfen sagte der Heilige Vater: "Ein unvergesslicher Besuch. Hier durfte ich die Schwelle der Hoffnung überschreiten." Das erste Land in Osteuropa, das der Papst besucht hat. Und die Rumänen sind überzeugt davon, dass sie Nachkommen der Römer sind. Und ehrlich gesagt, sie schauen auf den Papst als auf eine geistliche Führung für sie, obwohl sie einen Patriarchen haben. Es war sehr schön, dass der Papst Rumänien damals besucht hat. Und eigentlich das gab die Initiative für den Dialog zwischen Orthodoxen und Griechisch-Katholiken. Am assistat la visita Papei in Romania. Ich habe den Papstbesuch in Rumänien erlebt und war beeindruckt von der Reaktion der Menschen, unabhängig von ihrer religiösen Zugehörigkeit. Bucurie generală care a dominat întreaga populație atunci când Papa Ioan Paul al II-lea. Alle waren von einer großen Freude erfüllt, als der Papst unser Land besuchte. Ich glaube, dieser Besuch hat auf uns alle einen positiven Einfluss ausgeübt. Es waren drei Tage der Gnade, ein bisschen Himmel. Alle Menschen waren freundlich zueinander. Durch den Papstbesuch erfuhren die beiden katholischen Riten, sowohl der lateinische als auch der byzantinische, eine Anerkennung als Kirche. Unvergesslich geblieben ist für die meisten Menschen der Ruf nach Einheit. Unitate, Einheit, riefen spontan katholische und orthodoxe Gläubige während einer Messe im Izvor-Park am Ende des Papstbesuches. Der Patriarch hielt eine lange, etwas triumphale Rede. Und auf einmal fingen die Menschen an zu klatschen, um zu sagen: Dankeschön. Das war ein kleiner Fauxpas. Der Patriarch wollte offensichtlich noch mehr sagen. Und in diesem spannenden Moment fingen die jungen Leute an zu rufen: Einheit und Liebe. Notez că dintre participanți, poate 80% erau ortodoxi. Unter den Teilnehmern waren etwa 80% orthodox. Nicht nur griechisch und römisch-katholische Gläubige, sondern auch orthodoxe Christen ersehnen die Einheit der beiden Kirchen. Et ça, ça s'est resté beaucoup comme image dans la. Dieses Bild hat sich dem Papst eingeprägt. Er sprach davon, als er im Jahr 2000 die Pforte des Petersdoms öffnete. Das war nicht geplant. Es war die Stimme des Volkes, die es spontan ausrief. Wie immer antwortete der Papst auf die Rufe und sagte: Ich verstehe, ihr ruft nach Einheit. Sie muss schnell kommen. Es eilt.
et qui est très présent dans Dieses Bild hat sich auch den orthodoxen Christen in Rumänien stark eingeprägt. Eine Frau, die wir kennen, las zufällig einen Artikel über den Besuch Johannes Pauls II. In Rumänien. Er war in einer französischen katholischen Zeitung erschienen und war sehr nüchtern. In einem Leserbrief brachte sie zum Ausdruck, was orthodoxe Gläubige fühlen. Wir lieben den Papst. Als der Heilige Vater in Bukarest war, schien die Sonne und es war warm. Als er abreiste, begann es zu regnen. Ich ging damals in einen Buchladen. Der orthodoxe Verkäufer sagte, ein heiliger Mann ist abgereist, der Himmel weint. Die Sonne strahlte über Rumänien in diesen drei Tagen. Danach kamen Fernsehsendungen, Interviews. Was ist Ihre Meinung? Einfache Menschen ohne theologisches Wissen sagten, ich freue mich, dass die Einheit gekommen ist. Ich habe lange darauf gewartet. Die Menschen dachten, die Einheit sei bereits da. Das Zeugnis war so stark, dass einer der orthodoxen Metropoliten am Montag vor den Fernsehkanälen sagen musste, beruhigen Sie sich, es gibt noch große Unterschiede. Es war nur ein Besuch. Wir dürfen das nicht überbewerten. Wir bleiben orthodox. Es war für uns wie eine Erfrischung. Es hieß, dass es voranging. Mit der Abreise des Papstes waren die Probleme im christlichen Dialog nicht einfach verschwunden. Sie blieben und müssen gelöst werden. Trotzdem besteht Hoffnung und der Ruf klingt weiter in vielen katholischen und orthodoxen Ohren und Herzen und wird in die Tat umgesetzt. Kleine Schritte auf dem Weg zur Einheit. Kardinale nostro Alessandro Todia, entre altre volbe in celebte aviasi. Unser verstorbener Kardinal Alessandro Todia sagte viele weise Worte. Eines davon war: Alles geschieht in der von Gott bestimmten Zeit. Wir glauben fest daran, dass es eines Tages nur eine Herde und einen Hirten geben wird. Wir wissen nicht wie. So wie auch niemand wusste, wie der Kommunismus zusammenbrechen würde. Aber plötzlich ist er zusammengebrochen. So werden auch die Christen einmal eine Herde sein, unter einem Hirten.